Ah, Ich sollte noch etwas. okay, sie will immer noch was tun. Dann tu was. Soll man die Schere vielleicht zurücklegen? Dass sie nicht mal einen Schritt schneller laufen kann, ey. So. Box mit Sachen der Schneiderin. Haben wir hier sonst noch vielleicht irgendwas? Nein. So. Das ist ein La Schera. Die können wir nicht wieder zurücklegen. Mich auch interessieren würde, ich. Das brauche ich. Gut. Also ich wette, wir brauchen den Schlüssel später auf jeden Fall. Vielleicht für sein Auto oder für seine Wohnung. Aber wofür brauchen wir jetzt die Karte? Nee, Labor. Da wollte ich jetzt nochmal hin. Um hier nochmal beim Analysegerät. Eine Apparatur für Proben? Ja, das haben wir bereits erlesen. Was soll ich? Reagenz? Was wird? Keine Ahnung, was Nick Was wird? an deiner Stelle tun würde. Nur. Was soll ich? Was soll ich? Das ist kein. Die Kabel mit Luminol einsprühen. Was würde? Das war eine. Was? Das ist keine gute Idee. Ah ja, ich weiß. Dieses. Ich probiere ja auch nur rum. Also wir können die Kabel nicht mit Handy und Akku verwenden. Ich probiere das jetzt nochmal aus. Das war eine. Und wenn? Wenn man das anders machen würde, vielleicht Handy plus Warum funktioniert? Kabel, nope. Akku plus. Es klappt auch nicht. UV-Lampe. Was muss ich hier noch tun? Ich glaube, man merkt mir die Überfragtheit gerade etwas an. Schätzchen, ich bin. Ja, mach mal einen Schritt schneller. Nee, halt, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte da zum Notepad. Ja, geh mal weg. James Mobil, meinte er die Telefonnummer von James Mobil für Telefon? Ist schon in Ordnung, danke für den Ringtext. Besuche mich mal in der U-Bahn-Station an der 181. und bring unbedingt Nick meinen Text. Gnade, bitte, ich mache nie wieder einen Schritt ohne sterile Handschuhe. Meinte er die Telefonnummer von James Mobil Telefon? Das haben wir doch jetzt aber bereits ausprobiert. Also wir haben doch da jetzt schon angerufen. Oder vielleicht auch nicht. Nee, halt hier. Warren Chaser, Ruth. Ha. Überfragt, überfragt, überfragt. James, to do. Kann ich nicht lesen. That's mine. 369, definitiv. Oder ist es vielleicht doch eine 569? Nee, ist es nicht. Sieht nicht mal im Ansatz aus wie eine 5. Agentenbüros, ha. Boah, Leute, ich bin überfragt. Ja. Verschlossen. Ja, ich weiß.
Also das hätten sie ja mal vielleicht so auch automatisch machen können, dass man die nicht immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder benutzen muss. Nochmal bei Nix Sachen gucken. Nichts. Hier. Ich habe gerade einfach nichts gesagt, kann das sein? Ohne überhaupt nachzugucken. Wenn doch, habe ich es gerade voll verdrängt. Die Pistole. Das Handy wurde bei der Schießerei beschädigt. Der Akku ist kaputt. Aber vielleicht ist die Elektronik noch in Ordnung. Ich muss diese Batterie mit einem Telefon verbinden. Und wenn ich es noch... Nein. Die Idee ist gut. Goddammit. Mädchen, ey. Nick würde es genau gleich machen. Er würde versuchen, das Akku da einzulegen. Boah. Fehlt uns wahrscheinlich wieder so ein klitzekleiner, kleiner Vogel. Wo könnte ich ein kleines Bündel? Haben wir doch schon. Aber sonst ist hier nichts. Hinten gehen können wir auch nicht. Gehen wir schon wieder in die Labors, ey. Warum können wir da untersuchen und da wird uns angezeigt hingehen? Das verstehe ich nicht. Analysegerät, Platz für Proben, dass sie uns dazu aber auch nichts sagt. Und das gerade? So, hier können wir einfach nur rüber wechseln. Reagenzgläser, die mit. Also meines Erachtens nach haben wir hier eine Probe. Also ich würde das als Probe jetzt ansehen. Das war eine. Und wenn man. Was wird. Und wenn ich es noch mal. Nur. Wie oft kann man das. So oft wie ich das möchte, aber ich versuche es nicht nochmal zu oft, weil das habe ich gerade gesehen. Das war das Falsche. Könnte ich hier gerade. Aber gerade eine Hand. Anstatt dem Auge. Oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Da habe ich mich getäuscht. Aber warum der eigentlich immer noch gehighlightet? Weil ich kann doch nicht. Kann den doch nicht benutzen. Kann man das. So oft wie ich möchte. Warum funktioniert. Weil du doof Weißt du, komm bist. mit. Mit so blöder Lampe da. Das ist. Diese. Sa wie oft kann. Wird's da rausgehen? Boah, Leute, ich bin vollkommen überfragt gerade. Wie oft. Und wenn man das. Nein. Wie oft. Nein. Ich kombiniere das jetzt einfach alles mal durch. Nein. Und wenn ich. Das ist kein. Habe ich das jetzt hier schon Wie probiert? oft kann man das. Das ist keine gute Idee. Und wenn ich es noch. Und wenn ich es noch. Falsche. Und wenn man. Daraus wird. Und wenn man. Diese Sachen. Ja, ich probiere jetzt hier einfach nur mal alles sinnlos durch. Was würde. Da ich Und wenn ich es. gerade Nur ohne. vollkommen überfragt bin. Und wenn man das. Tut mir leid, aber. Was. Daraus. Daraus. Warum. Und wenn man. Und wenn. Und wenn. Daraus. Warum. Was würde Nick. Keine Ahnung, was Nick an deiner Stelle tun würde. Diese Sachen packen. Was soll ich. Was soll ich. Was soll ich. Das ist. Was wird. Das ist. Oh Mann. Was
Naja, gut, Leute, es bringt ja nichts, wenn ihr mir jetzt die ganze Zeit zuguckt. Ich probiere jetzt hier mal rum. Und dann melde ich mich danach wieder. Bis gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Das hat jetzt ewig gedauert. Und zwar. Gut, merken wir uns. Sind mir ein paar Sachen entgangen. Ein weiterer Boss, der von den eigenen Soldaten verraten wurde. Die Bilder können wir uns Wer hier. kann kaltblütig mehrere Personen an einem Tag erschießen? Die hier könnten wir uns jetzt auch angucken. Es ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass wir die jetzt auch angucken können. So, und jetzt. Und beachte mal bitte oben, da steht Schreibtisch. Ach, das. So, da legen wir jetzt das Handy hin. Den Akku. Und die Kabel. Es funktioniert. Naja, man muss die PIN-Nummer eingeben. Woher soll ich sie kennen? Ich bin doch keine Hellseherin. Ich könnte Nick anrufen. Aber woher sollte er sie kennen? So, das ist die Nummer hier. XFAD 8673. Dafür habe ich eben auch eine Stunde gebraucht, um das rauszubekommen. Also nach einer halben Stunde ungefähr hatte ich dann das Rätsel hier endlich gelöst. Und dann nach einer weiteren Stunde habe ich dann rausbekommen, Nummer XFAD 8673. dass 8673 der PIN ist. Endlich. So. Fotos. Das ist natürlich jetzt eher so optimal. Ich habe nicht wirklich weitergespielt gehabt. Was haben wir denn hier? Eine Gestalt auf einem schlecht beleuchteten Foto. Man muss es so bearbeiten, dass es in unsere Datenbank eingespielt werden kann. Ja, das wird eine Weile dauern. Oh je. Können wir hier auch noch ein Das ist Bildchen. schon. Stimmt in 80% überein. Aguero, Verdächtiger in einem Raubüberfall. Der Fall wurde eingestellt. Verurteilt für Diebstahl. Halbes Jahr Haft im Bundesgefängnis. Ein lokaler Drogenboss. Verdächtiger in einem Mordfall. Hier gibt es einen Verweis. Sein Lokal war unter der Beobachtung von Agent Scott. Branford ging es also weder um den Fluch noch um einen Grabräuber, sondern um diesen Gangster. Branford glaubt, dass Vaquero der Serienkiller ist. Warum? Denk nach, Nicole. Scott hat heute Morgen von einer unbekannten Quelle dieses Foto bekommen. Dann ging er zum Observationspunkt und wurde ermordet. Er hat mit Sicherheit den Unterschlupf von Vaquero beobachtet. Okay. Viele Infos. Und ich schätze mal, das war's jetzt. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier nicht weitergespielt gehabt. Denn ohne euch mache ich das nicht. Das ist eben nur das bisschen offscreen, das war jetzt nur, um euch wirklich diese ganze Arbeit hier zu ersparen. So, jetzt können wir hier raus. Und können zum Auto wandern. Gangsterunterschlupf. Die Zeiten, als hier alles voller Leben war, sind längst vorbei. Das sieht man. So, wo können wir bald hin? Wir können zur Hausfassade und zur Gasse. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Hausfassade. Oh, hallo. Blink. Blink. Das laggt. Die Animation ist zu langsam, beziehungsweise zu grob gemacht. Okay, hier können wir in die Tür rein. Okay, es erinnert mich jetzt ein bisschen an die Sache mit dem Moulin Rouge vom zweiten Teil, wo ich dann jetzt weg da. Hatten wir das ja auch. Da war der Haupteingang zu und da mussten wir über 5 Millionen Umwege dann da rein. Ha. Nach oben. Halt, Leiter. Nur angucken, weil da hoch kommt sie eh nicht. Ach.